bisschen Limp-Phase überwinden und zum Menschen werden. Dann wird es nämlich nicht schnell, aber doch etwas kleiner. Aber wir haben es in so vielen tausend Jahren noch nicht geschafft und wir werden es auch nicht erleben, dass wir es selbst schaffen. Ja. Ich möchte an einer Stelle ins Buch springen, da ja. Fand ich sehr interessant, dass du sprichst, das ist ja ein Buch, das du mit dem Kollegen Reuter geführt hast, das wurde aufgezeichnet, ja. Das ist ein Buch, das ich gar nicht kenne, das. Ja. Was ich auch gut finde, war, dass geht schneller macht, wenn man denkt auch nach und da gibt es einen Flow. Ja. Und da geht es darum, dass es eine Zeit gab, ich glaube, es waren die 85er, da hatten die Menschen gefragt, was willst du im Leben erreichen, worum geht es jetzt? Ja. Ich möchte eine gesunde Lebensphilosophie haben, also ich möchte wissen, worum es geht, ich möchte ein sinnvolles Leben führen. Und ein paar Leute haben gesagt, ich möchte viel Geld verdienen. Mhm. Und das wurde immer mehr verdrängt und heute ist es viel wichtiger, viel Geld zu verdienen und der Sinn ist nicht mehr, kommt kaum noch vor. Diese Anekdote, die ich glaube ich erzählt habe, damals, ich bin eben in eine technische Schule gegangen und habe 1981 maturiert. Von den 36, die angefangen haben, haben wir 16 maturiert. Abitur. Ja. Und keiner von denen ist dann gesessen. Das ist bis vielleicht auf zwei so Streber, die sowieso angepasste Schwender waren, die immer vorhin hat sich so in die Zukunft gemacht. Das gab es damals. Also 1981 gab es in Österreich nicht, dass jemand maturiert und sich wie geht es in meinem Leben weiter? Es war, okay, Matura, jetzt, was machen wir jetzt? Ja. Ja. Und ich bin dann Jahre später, ich glaube 10 Jahre später, nachdem ich das Abitur gemacht habe, in dieselbe Schule zurückgegangen, weil meine Deutschlehrerin, meine damalige, mich eingeladen hat zu einem Projekt, okay, da war ich schon bekannt in Österreich, um mit den Schülern zu sprechen, um das Leben bei den Menschen. Ich gehe in diese Klasse und innerhalb von 10 Jahren sitzen dort andere Menschen. Angepasste, okay. Und dann habe ich mir gedacht, das ist anders sehr komisch. Und ein einziger, so ein einziger, der ein bisschen anders war, der mich ein bisschen an unsere Klasse erinnert hat damals so. Hat lange Haare gehabt, aber nicht so. Die haben wirklich einen schönen Menschen Schüler. Ja. Und dann habe ich mit denen so Vorstellungsgespräche gemacht, die haben das Wahlschiff gespielt. Ja, und sie mussten sich vorstellen, dann sagen mir 17-jährige junge Männer, würden sie auch 70 Stunden arbeiten? Ja, gerne würde ich. Ja. Und auch am Wochenende würden sie, oder wenn sie gewusst hätten, würden sie auch kommen. Ja, will ich auch. Das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich ihnen gesagt, okay Freunde, was wollt ihr denn machen, wenn ihr 30 seid? Wo seht ihr euch mit 30? Und habe das auf dem Zettel aufschreiben lassen. Und der eine, der Lustige, hat gesagt, er möchte mit dem Fahrrad durch Südamerika gefahren mit einer Gitarre. Und wer den anderen kann, Haus haben, Schwimmbad haben, Freundin haben, trotzdem verheiratet sein, bald in Pension gehen können, nicht mehr arbeiten müssen, nicht mehr arbeiten müssen, versorgt sein. Und um Gottes Willen, was ist innerhalb von 10 Jahren da eigentlich passiert? Und das meine ich mit diesen riesig schlimmen Veränderungen. Ja, das ist ein neoliberaler Zeitgeist, der Besitz ergriffen hat vom Gesamtsystem. Es geht nur um den Präsentationsmodus, es geht um synthetisch. Ja, aber das funktioniert auch nur dann, wenn du die Möglichkeiten hast. Und da sind wir wieder bei den Möglichkeiten, in die Zukunft zu greifen, ja, sprich Schulden zu machen. Ja. Ja, also wenn du auf dieses Schwimmbad, was du gerne hättest, sparen musst, ja, jetzt nicht mehr so, weißt du was, gehen wir ins Seebaden, auch kaufen uns was anderes. Wenn es aber in dem Package mit der Hypothek dabei ist, ja, kommt Schwimmbad auch. Ich möchte an der Stelle auf etwas hinweisen, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht ist das Dilemma auch ein Weg, lieber Kassi. Du hast, nachdem du festgestellt hast, dass in dieser Garage mit lauten Fahrzeugen, die sich da total kaputt stehen, und du hast einen Freund, der, glaube ich, im Rollstuhl saß und hat eben auch selbst dringend ein Fahrzeug brauchte, mit dem man, also wirklich als brauchte, mit dem man fahren kann, was man umbauen muss, das ist sehr teuer, hast du gesagt, okay, du sammelst für den. Ja. Viele Leute haben wenig gegeben und einige wenige haben viel gegeben. Das auch ja, möchte ich hinaus. Ja, das kann man jetzt so Maria Theresa, wie heißt die Nonne, die berühmte? Theresa. Theresa, Theresa. Maria Theresa und die Mutter, schwieriger. Mutter Theresa, ja. Man kann das so sehen, dass Mutter Theresa praktisch was ganz anderes. Ja. Mein Schwager sitzt im Rollstuhl mit einer Mutter. Mutter hat ihn vor das Hals querschnittig gelegt, ja, permanent, und wird sehr lange unterstützt. Ja. Dadurch habe ich dort mit einigen ähnlichen Fällen zu tun gehabt und ein
Rollstuhl, der dann auch Motorrad verkauft und so, er bräuchte Geld für ein behindertengerechtes Fahrzeug. Ich habe gesagt, du, ich kann jetzt kein Fahrzeug kaufen, aber wenn ich eine Idee habe, sage ich das. Und dann hatte ich eine Autosammlung, da sind 40 Autos gestanden in meiner Halle und ich brauchte einen Platz in der Halle, weil ein anderes Projekt gehabt hat, wo ein ganzes Filmteam ein Jahr lang in meiner Halle drinnen war. Ich brauchte eine leere Halle. Also wie schaffe ich jetzt die Halle so schnell leer, dass das Einfachste ist, ja, und ich bin Autos weg. Ja. Und wie verkauft man 40 Autos, was ja nicht leicht ist, indem man sie in einer Auktion versteigert und sie dafür einen Tag auf einmal weg. Und was macht man mit dem Geld? Man gibt es eben nicht einfach gebraucht. Also das war ein Nutzen für ein dreifacher Nutzen.